Sir. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Sie hat zum ersten Mal die Macht wieder genutzt. Mhm. Und er ist ja eigentlich noch ein Padawan. Ja. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Festung. Wurde als Reiseziel freigeschaltet. Ruhig. Zu ruhig. Können wir jetzt los? Ja, allein, sie will nicht mit dir reden. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich hab zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Ah, hast du es jetzt reingetan? Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Das andere sieht aber irgendwie auch noch nicht so beeindruckend aus. Nee, ich will nicht. Aber hey, wir haben uns. Oh, da konntest du in den Lüftungsschacht interagieren. Wo? Da reinlaufen. Rechts. Na, gerade eben konntest du das. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Nee, geht nicht mehr, wurscht. War auch nur komisch angezeigt worden wahrscheinlich. Da oben ist er. Das ist jetzt, wenn wir genau das gleiche zur selben Zeit sagen. Soll ich noch mit ihm reden oder direkt weiter? Nee, mach weiter. Ich mach weiter. Mach weiter, jetzt wollen wir doch zur Inquisitorenfestung, jetzt wollen wir doch wissen, wie es weitergeht. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Klingt so ein bisschen nach großem Finale, oder? Inquisitorenfestung. Ja, ja. Der Ort, wo alles war endet. War ja auch bei Rebels Staffel 1? So. Möglich. Oh, das ist ein Sternzerstörer. Oh, mehrere Sternzerstörer. Ja, ach, das ist... Das ist ein Ding hier. Ja, was ist das? Das wird mir gar nur nichts angezeigt. Das ist nur. Ach, da links unten. Ja, nur. Links unten nur. Nur, 0,100, da müssen wir hin. Ja, dann auf nach nur. Ich hab die richtige Taste gedrückt. Du wolltest nur nicht den Controller abgeben. Moment, was nicht? Verbreiten Sie keine Gerüchte, das ist nicht nett. Er freut sich wahrscheinlich nur, dass er mal was anderes sieht als einen Sumpfling. Ich meine ja nur, zu mir war er nicht so freundlich, als ich ihn kennengelernt habe. Ich glaube, Sie haben einen neuen Freund gefunden. Ich bin kein Droiden-Fan. Ich sag's, wie es ist. Ich hab nichts gegen Sie. Das sind coole Dinger.
aber nicht für mich. Sie sind ölig, schmierig und unnötig. Also fast so wie Sie. Hey. Naja, also irgendwie schon, glaube ich. Egal, ich habe mehr als genug Freunde. Ja. Seine Freunde haben wir kennengelernt, die waren... Hierüber, Junge, wir landen gleich. Ja, ich setz mich ja schon hin. Schneller, Len. Ja, ich setz mich ja schon hin. Oh, leg's dir nieder. Dieser rosa Poncho, ey, der macht mich fertig. Die Inquisitorenfestung. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Sie hat Humor. Er fand's gut, sie nicht so. Geil. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Das sieht echt nach Matrix aus. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Sag mir niemals, wie die Chancen stehen. Wäre die Antwort gewesen. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Warte, werden wir runtergeschossen? Ja. Damn. Wir schießen uns runter. Oh, epische Musik auf jeden Fall. Star Wars würdig. Bam, bam. Mag man gar nicht drüber quatschen. Hm? Oh ja. Hat echt ein bisschen was von Vaders Festung. Ja. Auf Mustafa. Und ein bisschen was von dem Turm. Ja. Aber nur ein bisschen. Weil der Planet nur heißt. Ja, ich weiß. Okay. Oder ist es der Mond? Ich glaube, der Planet war nur, oder? Kann auch sein, dass es... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weil dahinter war was Riesiges. Ja, ja, ich weiß. Ich bin mir auch nicht sicher, was nur heißt. Das andere ist dann nur 2, 3 und 4 oder so. Wie viel magst du? Nur 2. Nur 2. Oh, schön. Nur mal abtauchen. Mhm. Musik hat gerade auch so ein bisschen an Episode 1 erinnert, oder? Gangen City tauchen? Gerade so ein bisschen, oder die Musik? Vielleicht war es so angelehnt. Das ist genau die Musik, ja. Also nicht genau die Musik, aber genau solche Chöre sind da auch, wenn sie runtertauchen zum ersten Mal nach Gangen City. Sind da Gangens? Was? Gangens? Hier, da, guck mal. Oh, ja. Sind da Gangens? Ich glaube nicht. Imperiumsgangens. Ich wollte schon sagen, die Stadt sieht ein bisschen anders aus als Gangen City. Oh, okay, oh. Oh, aber das geil. Das sieht mega aus. Verteidigungsgürtel der Inquisitorenfestung. Da unten ist einfach Lava. Da unten ist Lava. Unter Wasser. Ja. Damn. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Ich gehe mal zu diesem Gebäude hier. Ja, ich würde da mal hingehen. Da unten, oder? Ich wollte gerade sagen, da wo es leuchtet, ist immer viel hilfreich. Ah. Krass. Okay. Das kann, glaube ich, ziemlich cool werden hier, der Planet. Aha. Viele Imperial, die sich uns in den Weg stellen. Sicher. Hör mal, wie das Wasser tropft. Hey Sturmtruppler, wie hältst du das aus? Ich würde alle paar Minuten zur Toilette rennen. Schön geblockt, schön geblockt. Oh, da zeigt er denn seine neue Lieblingsattacke. Ja.
Vorausgesetzt, er kriegt zwischendurch mal einen Schuss drauf. Hast du das gesehen? Ja, hast du wunderschön gemacht. Du hältst mich nicht auf. So. Geht das? Ich hab das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs. Jesus. Ja, ist ein längerer Weg zum Holocron, glaube ich. Wobei, vielleicht ist das nur irgend so lange ein Aufzug gerader, oder so. Ja. Gerader Weg. Schau mal. Ich kann den Poncho auch nicht mehr sehen. Der Poncho ist schrecklich, oder? Ist das? Schau mal, so ein Rotschwarz. Der andere da daneben? Das sieht so nach Plastik aus oben. Ja, aber halt nur in der Vorschau. Okay. Ja, doch, geht eigentlich. Zum roten Lichtschwert dazu. Genau. BD ist ja auch so rot. BD, Tür. Oh, hello there. Nice. Nein. Das check ich immer zu spät bei dem. Ja, nicht nur du. Boy! Diesmal hat er es geschafft. Die Umarmung des Todes. Der will mich unbedingt umarmen. Ja, der will ganz viel kuscheln, denn du verstehst es bloß immer falsch. Eigentlich wollen die Druiden nur Liebe. Denselben Schuss nochmal. Ja, der räumt auf jeden Fall gut auf. Mhm. Zumindest zieht er das Feuer auf sich. Ewig lebt er auch nicht. Ah, oh, okay, jetzt jagen sie sich gegenseitig in die Luft. Len schaut einfach nur zu. Ja. Aber wie cool, eine Unterwasserstation. Das hatte ich das letzte Mal in KOTOR. Boah. Stimmt, boah, das war ja voll cool in KOTOR. Ja, in KOTOR gab es auch irgendeine Unterwasserstation. Ich erinnere mich nur schwach dran, aber es gab eine. Ja, also Unterwasserstadt sogar. Ja. Da konnte er es leider nicht nutzen, dass er den super Block gemacht hat. Aber wenn man den Block macht, dann ist automatisch die ganze Ausdauer von dem Gegner weg. Das ist echt gut. Oh, jetzt packt der Länder mal die Skills aus. Am Skillen. Schön dazwischen gegangen. Ja, ich mag das Doppelschwert. Ja, das ist auch gegen mehrere Gegner echt hilfreich. Na, keine Macht. Oh ne, da vorne kommt einer von denen. Ich würde mich schnell um die beiden vorne kümmern. Nein, nicht genug. Da war die Macht wieder alle. Jesus. Da könnte man ja, wollte gerade sagen, bring dich mal ein bisschen in Stimmung, Len. Ja, das ist schon praktisch, der Angriff. Gerade gegen so viele Gegner, weil er halt echt viel Schaden macht. Sehen wir ja, wer hier wen fertig macht. Schön. So, jetzt ein 1 gegen 1. Nochmal einen Stim nutzen, bevor der Len dann zurückschlägt. Ah, er ist echt schnell. Das war gut. Da ist er dem roten Angriff zuvorgekommen. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell der ist. Das nervt richtig. Die nerven richtig, ja. So. Ja. Glaube ich kaum. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt eine Definitionsfrage von problemlos. Lecko. Ja, jetzt sind wir in der Berean Basis. Dementsprechend. Oh ja, dementsprechend wird uns was auch entgegengeworfen. Oh, der Penner. Schön. Ja, du wirst der Nächste sein. Machen wir dich nicht abknallen. Gleich 3 an der Zahl. Ne, 2 sind's, ne? Können wir dann wieder den Blockangriff machen? Wie gemein sie sich in der Ecke immer verstecken. Oh nein. Einer von denen schon wieder. Die kann man jetzt auch nirgendwo runterschmeißen hier. Das ist gut. Schön ausgewichen vom Len. Noch hat er aber Ausdauer. Das Wichtigste ist immer, dass man bei den Gegnern die Ausdauer wegbekommt. Weil dann kann man sie nämlich angreifen. Dann sind sie ungeschützt, so wie jetzt gerade. Dann kann man ihnen richtig Schaden machen.
Dennis kriegt echt wenig Schaden. Oh, das macht viel Schaden gegen ihn. Ja. Das hat richtig viel Schaden gemacht gegen ihn, der Lichtschwertwurf. Jetzt aber. Er wurde hier gefoltert und Füller zur dunklen Seite gebracht, als sie ein Baby ein. So. Fähigkeitpunkt erhalten. Fast geschafft. Links ist noch einer, oder? Bestimmt. Okay. Ich brauche einen Punkt. Ja, du brauchst einen Punkt zumindest. Nicht so einen Punkt. Nicht so einen Punkt. Vielleicht das möglichst umleiten. Komm zurück und kämpfe! Ja, zumindest ein los geworden. Der andere steht einfach nur dumm rum. Ja. Ah, jetzt kommt er. Oh oh. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Wow. Den Angriff macht er selten. Aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Kerl, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich bin in einem. Okay. Und jetzt der Plan? Ja. Ah, du kannst das Ding runterziehen wahrscheinlich. Was haben wir hier? Und irgendwo einstecken. Das Ding hier braucht Strom. Ja, genau, was ich sag. Mhm. Aber erst nochmal scannen natürlich. Yeah. Kontrollraum. Wusstest du denn, du bist in einem Kontrollraum? Nein. Doch. Krass. Ich glaube, du hast es nicht richtig hergezogen. Ah. So geht das nämlich. Oh, zieh, Stecki. Zieh. Jawoll. Und jetzt können wir das hier auch aktivieren, was auch immer wir hier tun. Oh, sieh mal bitte. Jo. Das hat was bewirkt. Sehen wir es uns an. Das hat was bewirkt? Ich glaube, wir stürzen in die Lava. Hoi! Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ich bin Kontrollpunkt. Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay. Gehen wir, BD. Okay. Dieser Teil sieht schwach aus. Ja. Erstmal baden gehen, Lin. Zum Tauchen. Du musst sogar tauchen, oder? Was war tauchen? Fierk. Danke. jo. Nein, kein Tauchen hier notwendig. Du musst auf der anderen Seite raus. Komm ich aber nicht. Ans Rohr hängen um. Ich kann nicht aus dem Wasser rausspringen. Okay. Das heißt, ich muss übers Feuer drüber springen. Vielleicht kannst du das Feuer mit der Macht irgendwie weg ausmachen oder so. Ah. Oh. Ah. Dann gehen wir mal raus, oder? Würde ich sagen, ja. Bietet sich irgendwie an. Einladend. Aha. Die freuen sich bestimmt, die Sturmtruppen, dass du ihnen ein bisschen hier ein Bad verschafft hast. Mhm. Ganz bestimmt. Und das alle ohne Homer und Marge. Boy. Da sagt Alan gar nichts mehr dazu. Sup, scannen. Mhm. Skinny. Überschwemmter Sektor. Ja, der sieht immer so gut aus. Die sehen nicht mehr so gut aus. Wir waren's nicht. Wenn jemand fragt, die waren schon so. Glaube ich. Ein Sturmtruppler nicht automatisch Atemgeräte in ihren Suits? Ich weiß nicht, die wahrscheinlich nicht. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ja, die haben wahrscheinlich die günstige Variante. Ja, für Tuffler unter Wasser kriegen sie die günstige Variante ohne Atem. Nee, weil ja nie vorsehen, dass da die ganze Ding hier überflutet wird. Oh, hello there. Ja, R2-Einheit. Oder ist das schon R3? Weiß es nicht. Es leuchtet auf jeden Fall im Dunkeln. Aha, da ist der Punkt. Jetzt kann der Lennis nochmal genießen, den Ausblick. Dann gemütlich eine Runde meditieren. Bringt schon wieder 2 Punkte. Nice.
das maximale Leben hat wie viel gebraucht? Zwei, ich glaube, es hat nicht mal drei gebraucht. Zwei! Oder? Zwei? Jawoll! Ach, maximale Macht bist du gerade. So, Leben nochmal. Ach, oben war Leben. Leben. Okay. Hier ja, zusätzliches Leben. Maximales Leben haben wir nämlich schon. Okay. Aber ne, links oben ist noch maximales Leben, ja. Wo? Da, noch ein weiter hoch. Durchhalten von hoch, Magnet nee, kann hoch, Kell die meisten hoch, Gegner hoch, heranziehen hoch, und. Hoch. Da war ich doch. Achso, das ist. Ach, das macht. Okay, Entschuldigung, ich dachte, du wärst eins drunter. Ich dachte, du wärst eins weiter drunten gewesen. Das, hatte das ich ist den, Gruppenverlangsamung. Ja, nee, dann auf jeden Fall das andere Lebensding, dass die Stim mehr Leben bringen. Dann auf jeden Fall die Stims. Stims. Da bin ich ganz bei dir. Was ist das eigentlich? Präzisionsausweichen. Kurzzeitig verlangen. Mit Präzisionsaus. Nee, nimm die Stims. Nimm die Stims. Wir nehmen. Die brauchen wir auf jeden Fall mehr, glaube ich. Wir gehen auf Nummer. Cheerio. Was? Ich habe zuerst gefragt. Ich habe gesagt, dann gehen wir auf Nummer Cheerio. Okay. Ja. Und wo gehen wir? Wann gehen wir dahin? Im nächsten Part. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Und möge die Meditation mit euch sein. Servus. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.